Modell Hufflaufling nicht unbedingt eine Männerdomäne sein muss, sondern dass auch durchaus Damen die Möglichkeit haben, dieses wunderschöne Hobby zu begleiten. So, jetzt haben wir zwei Hügelhunde. Der Stefan Finster und der Madarini Manuel, beide heute in Aktion. Beide, würde ich sagen, mit ähnlichen Flugstil. Jetzt hoffen wir nur, dass wir sie nicht in die Quere kommen mit ihrer Führerreiter. Ja, also beide irgendwo vom Team Horizon, also so an ihrem, sie haben sie im Prinzip noch nicht geachtet, muss man zugehen, aber zumindest von den Leibern her, die sie auch in den Heiligen, die Firma Horizon ist im Vertrieb, der Vertreiber dieser Blödsinnschrauber. Und ja, das ist eine Technologie, die von den Hubschrauber wirklich, die kann man im Wohnzimmer fliegen, kann damit die Schützen füllen. Ganz kleine, aber wirklich 3D-fähige Hubschrauber bis zum vielleicht 750, also mit einer Größe, mit einer roten Durchmesser von Profi-Qualität. Also die bietet dann wirklich ein weites Spektrum an und lange Spektrum, glaube ich, schon da irgendwo uns vergleicht auf die Marke Spektrum. Also eine Firma, die wirklich ein großes und weites Spektrum hat an Produkten. Modellfluggeräte und auch Fernsteuerung im Spektrum. Der Name sagt schon aus, wie weitläufig diese Dinge hier unterwegs sind. So, unsere Rookies, ja, Rookies sind Sami natürlich. Also mittlerweile, wie man das hört, der Rookies immer niedriger, aber im Prinzip kann man sich beide Rookies natürlich auch. Und das hat mir ja schon Ruf gegeben. Ja, das kann natürlich bei diesem Rookie, kann so was passieren. Und die Leute haben wir breit damit, dass das nicht klappt. Jetzt müssen wir einmal so einen Hubschrauber zum Reparieren bringen. Dann schauen wir, wie es dann weiter jubelt. Natürlich, das Publikum sieht das erste Piloten weniger, aber sie nehmen es natürlich auch mit Humor, bin überzeugt davon. Natürlich, so ein Flugstil, der birgt einfach die Gefahr, dass da was passiert. Ja, das ist nicht so schön. Wie den Sonnen gesehen, ein Beruf, um da auszuschauen. Häufig, jener kostet vielleicht sonst eine nicht das große Geld, aber immer Zeit investiert und das Fluggerät ist wieder flugfähig. So, meine Damen und Herren, in Kürze, nach diesen tollen Flugverführern der beiden Kollegen hier, gibt es dann einen Fototermin des Modellflugvereins. So, mir ein Riesenapplaus für beide.